Das war der Startschuss zu Tank Mechanic Simulator. Ja, habt ihr gedacht, Weihnachten ist schon vorbei? Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Jetzt geht's erst richtig los mit der Weihnachtsstimmung. Nein, natürlich nicht. Ursprünglich wollte ich das Video ja zu Weihnachten zeigen, aber ja, ich war irgendwie nicht dazu gekommen, war ein bisschen verplant und hatte auch nicht so die Zeit und Lust dazu. Aber das macht ja auch nichts, es spielt ja auch keine Rolle, ob im Hintergrund ein bisschen Jingle Bell kommt oder nicht. Wir wollen ja Panzer sehen und hören. Das passt doch alles schon. Schaut mal, wie viel Mühe sie sich gegeben haben. sind noch tolle Geschenke für mich dabei. Ja. Irgendwie. Sehr schön. Heute haben wir einen besonderen Panzer wieder mal, den wir nach und nach wunderbar restaurieren. Ja, ich hoffe, das Weihnachtsgedüdel im Hintergrund stört euch nicht so besonders. Ja, um welchen Panzer es sich handelt, das habt ihr natürlich alles schon gesehen. Der Königstiger. Der Tiger 2. Das Witzige ist ja, dass der Königstiger eine Bezeichnung ist, wo die deutsche Propaganda noch zugesagt hat, das wäre vom Feind erfunden worden. Also den Royal King oder King Tiger, das wäre eine Erfindung von den Alliierten. Die Deutschen hätten diese Bezeichnung dafür nie gehabt. So sagte zumindest die Propaganda. Ob das nun so stimmt, ob das nicht die Wehrmacht selber gesagt hat, also kann ich nicht sagen. Interessant ist, dass der Königstiger, wir nennen ihn jetzt einfach mal so, kein Upgrade war vom ersten Tiger, sondern es war eine neue Konstruktion. Ja, auch wieder sehr schön, dass man hier so die Details wieder sieht. Ich finde, das macht das Spiel ja auch wirklich aus. Ja, aufgrund der hohen Verluste durch den T-34 im Herbst 1941, ja, Einmarsch in die Sowjetunion war ja sowieso ein ganz toller Einfall gewesen. Ja, da war das deutsche Heereswaffenamt bereit, Entwürfe für Panzerkampfwagen zu akzeptieren, die größer und schwerer als alle bisherigen Modelle waren. Auch wenn dies auf Kosten von Geschwindigkeit und Wendigkeit ging. Ja. Die Erprobung der Prototypen erfolgte in der Versuchsstelle für Kraftfahrt, Verskraft in Kummersdorf. Wir kennen das ja. Da, wo auch die Mäuse 44 in einer Halle standen. Ja, zwischen Dezember 1943 und März 1945 wurden insgesamt 489
der Tiger 2 hergestellt. In Kassel. Henschel und Weckmann waren die Produzenten. Wobei es bei der Endzahl immer so ein bisschen herumgekraxelt wird. Aber das war so ungefähr die Stückzahl gewesen. Ne? Es gibt hier noch im Internet hier noch andere Angaben, aber ich denke mal, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ne? Also knapp unter 500 waren es gewesen. Ursprünglich sollten natürlich wesentlich mehr hergestellt werden. Eine monatliche Produktionsrate von 140 war geplant, aber es war nicht umzusetzen. Ja, und letztendlich war der Königstiger auch mit dem Panther zusammen das modernste an Panzerfahrzeugen, was die Wehrmacht zu bieten hatte. Bis zuletzt. Danach war natürlich aus gewesen. Das Design vom Königstiger war auch angelehnt an den vom Panther. Also für seine Zeit schon sehr, sehr modern. Ja, der Antrieb war ein V12 Ottomotor Maybach mit 700 PS. Seine Höchstgeschwindigkeit war 38 km/h. Er wog 69,7 Tonnen und Stückpreis 321.500 Reichsmark. Das war schon eine ganze Menge gewesen, ne? Und er hatte genauso wie der Panther auch eine Federung. Eine Drehstabfeder. Seine Hauptbewaffnung war eine 8,8 cm. Das war schon ganz ordentlich, würde ich mal so sagen. Sekundärbewaffnung eine 2x7,92 MG34 und eine Flak MG. Schön, dass man hier auch genau wieder den Turmaufbau sieht. Ich sag ja, hier kann man wirklich als Panzerlaie einiges dazulernen. Thank you.
Ja, die anfänglichen Erfolge konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Königstiger eine ganze Menge Probleme hatte. Das war unter anderem zum Beispiel sein schwacher Turmmotor. Stand der Panzer schräg, konnte er seinen Turm gar nicht richtig bewegen, weil dazu der Motor zu schwach war. Und auch war er unheimlich durstig. Es war ein sehr durstiger Panzer gewesen, der eine ganze Menge Treibstoff verschlang. Ich gucke hier noch mal nach. Ja, seine Reichweite war 170 Kilometer auf der Straße und 120 Kilometer im Gelände. Sehe jetzt gerade nicht, wie hoch der Treibstoffverbrauch war. Naja, vermutlich nicht so wahnsinnig wie bei der Maus mit 3600 Liter auf 100 Kilometer. Stellt euch das mal vor. Alter Verwalter. Ja, seine Geschwindigkeit war jetzt nicht derart hoch, dass sie mit den anderen schnellen Einheiten, ja, mithalten konnten. Das war auch ein großes Problem gewesen. Und dadurch, dass er fast 70 Tonnen wog, waren ähnliche Probleme wie bei der Maus. Das galt den Transport. Und ja, und Brücken waren auch kaum befahrbar gewesen. Und trotz dieser Mystifizierung, sage ich mal, wie das ja oft bei den Wunderwaffen ist, ne, war es ein sehr, sehr fortschrittlich aussehender Panzer. Ich meine nicht nur im Aussehen, sondern da waren auch schon Komponenten, die eines modernen Panzers entsprachen. Aber er hatte Durst. Wir wollen noch mal gucken. Wir wollen das Vieh doch mal starten. Und mal gucken. Ob der Bursch auch einen schönen Motor hat. Ja, die Kurbel ist ganz wichtig. Schade, da fehlt noch was. Wir brauchen einen neuen Versuch. Das muss ja echt bombastisch sein, da mal mit so einem Ding mitzufahren, ne? Um mal dieses Feeling zu haben, was das bedeutet, mit so einem Ungetüm unterwegs zu sein. Ich muss auch noch unbedingt noch mal hier Stahl auf der Heide und so.
Da muss ich auch noch mal unbedingt wieder hin. Ja, Panzermuseum Münster war ich ja zuletzt 2019 gewesen. Dann kam ja die schöne C-Zeit. Da war sowieso zappenduster. Aber das klärt sich ja jetzt alles. Es macht ja alles wieder auf. Gott sei Dank. Ho, Ja, das hat man über die Weihnachtszeit wirklich mehr als häufig gehört. Ja. Dann machen wir mal einen schönen Schnappschuss. So, jetzt haben wir ja lange genug nach dem Fehler gesucht. Jetzt müsste das eigentlich klappen. Jawohl. Sehr schön. Was leider immer noch nicht behoben worden ist, sind so die Soundbugs. Manchmal an einigen Stellen ist der Motor gar nicht zu hören. Eindeutig ein Soundbug. Obwohl zwischendurch immer mal so ein Upgrade gekommen ist. Also habe ich gesehen, da haben sie auch einige Panzer noch detailreicher hergestellt. Oder dargestellt, besser gesagt. Hergestellt wohl weniger. Ja, und wollen wir mal gucken, was unser dicker Klotz so drauf hat. Ja, der läuft schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Und gar nicht so langsam, wie ich dachte. Ich musste allerdings den Sound hier ein bisschen reduzieren, weil sonst verstehst du hier dein eigenes Wort nicht. Man will ja den Motoren-Sound ja auch hören, ne? So ist das ja nicht. Ja. Ich habe ihn noch mal ein paar anderen Varianten lackiert. Einfach nur so, weil ich es kann. Ich glaube, die blaue Variante hat das wohl im Zweiten Weltkrieg nie gegeben. Das macht ja auch nichts. Dafür sieht er cool aus, ne? Ja, an Steigungen hat er leider Probleme, wie fast alle Panzer bei World of Tanks. Das ist leider auch so ein bisschen buggy. Schade, dass sie das nicht behoben haben. Ich glaube, ich muss mal auf Toilette. Das ist alles besetzt. Wer ist denn hier drinne? Haben sich die Mechaniker schon in die Hose gemacht oder was ist das hier? Die alte Halle, ne? Die haben sie so geil dargestellt. Ich würde mir ja auch gerne wünschen, dass es da irgendwie noch mehr Testgelände und so gibt. Mein, nun ist das Spiel ja schon seit einiger Zeit auf dem Markt. Aber ich finde, das wäre mal toll, wenn man noch mehr Gelände zur Verfügung hätte. So unterschiedliche zum Fahren und Schießen. Und wie gesagt, der Platz in der Panzersammlung, also mein Platz ist voll. Also ich weiß eigentlich gar nicht mehr. Ja, hier ist schon wieder ein Soundbug. Geht einfach der Ton weg.
wieder aus Toilette raus. Ah, es macht Spaß, mit denen rumzugurken. Soundbug. Ja, hier hat die Steigung mal geklappt. Aber ansonsten rutschen die Panzer. So, probieren wir mal die große aus. Jawohl. Oh, ein guter Einschlag. Sauber. Ja, und hier rollt der Panzer einfach weiter, wo man schon ausgestiegen ist. Ja, das sind noch so Kleinigkeiten, die mal gepatcht werden könnten. Ich hoffe ja sowieso, dass es hier noch auf jeden Fall Erweiterungen gibt, dass man mehr Panzer ausstellen kann, dass noch andere Panzer dazukommen. Vielleicht auch modernere Panzer, wäre auch schön. Ich denke mal, hier ist noch eine Menge Potenzial ins Spiel, was man hier alles noch machen könnte. Aber ob das so kommt, ich weiß es nicht. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Runde. Bleibt mir gewogen.